auf den Platz zurückzukehren. Wie groß ist die Aussicht darauf, dass der Protest Erfolg hat? Absolut groß. Das DFB Sportgericht wendet einfach die eigene Satzung an und da steht klipp und klar drin, dass ein Spiel, das unter solchen Umständen stattfindet, nicht gewertet wird, sondern wiederholt wird. Also es geht nur um die Anwendung der Satzung, der Vorschrift und das hat das DFB Sportgericht in den letzten 20 Jahren immer wieder gemacht und es kam immer wieder vor, natürlich nicht in dem Fall, sondern Dimension, da gilt es erst recht. Die anderen Fälle waren viel harmloser, also die Anwendung der eigenen Vorschrift. Und wir, der DFB, wird diese eigene Vorschrift, die mit gutem Grund da drin steht, anwenden. Und das führt zwingend zur Aufhebung des Spielwerts. Das Sportgericht entscheidet dann in seiner Entscheidung, in seinem Urteil, unter welchen Umständen, wann dieses Spiel dann wiederholt würde. Und ob das in welchem Stadion ist, ob das mit Zuschauer ist, ohne Zuschauer, das ist alleinige Sache des Sportgerichts. Und wir haben großes Vertrauen in eine besonnene, aber auch energische Entscheidung des Sportgerichts in diesem Fall. Eigentlich hätte für die Spieler heute der Urlaub begonnen, jetzt offen auf den Protest eingegangen wird und ob es gegebenenfalls ein Wiederholungsspiel gibt. Wie handelt ihr das mit den Spielern? Ja, wir werden weiter trainieren. Ja, bis es eine Entscheidung gibt. Es ist bekannt, dass die Sportgerichtsbarkeit sehr, sehr zügig arbeitet, dass es da keine Verzögerungen gibt und das wird mit großer Sachlichkeit und Gründlichkeit, aber auch schnell gemacht. Das ist gerade der große Vorteil der Sportgerichtsbarkeit, gerade im deutschen Fußball. Also das wird sich in einigen Tagen entscheiden. Ja, wir wissen auch, wann es sich genau entscheiden wird, nämlich schon am kommenden Freitag um 13.30 Uhr soll die Entscheidung bekannt gegeben werden. Ja, auch in Düsseldorf hat man bereits reagiert und die für Samstag geplante Aufstiegsfeier erst einmal abgesagt. Was die Düsseldorfer Verantwortlichen zu dem bisherigen Verlauf sagen, das sagt Ihnen jetzt der Präsident Peter Frimuth. Die Sache liegt jetzt in den Händen der Sportgerichtsbarkeit. Aus Sicht von Fortuna Düsseldorf ist dank sicherlich einer sehr umsichtigen Vorgehensweise von Herrn Stark das Spiel ordnungsgemäß zu Ende gegangen und damit hat die Spielwertung Bestand. Ich habe natürlich mit Interesse vernommen, was aus Berliner Sicht geäußert wurde. Ich finde das schon an einigen Stellen schon ein bisschen einseitiges Schwarz-Peter-Spiel. Das war an für sich zwischen Vereinen nicht üblich. Ich denke, wir hatten nach unserem 2-1 auch die Situation, dass es für unsere Spieler eine bedrohliche Situation gab, wo im Prinzip massive Pyrotechnik und Feuerwerkskörper quer durch die Gegend flogen, massiv auf dem Rasen lagen. Ich denke, da hat von uns keiner den Ansatz ergriffen und hat gesagt, hier muss im Prinzip ein Ende des Spiels herbeigeführt werden, weil die Sicherheit unserer Spieler nicht gewährleistet ist. Ich glaube, hier muss man auch sehen, dass dann im weiteren Verlauf natürlich auch unsere Fans Pyrotechnik entsprechend gezündet haben. Aber ich denke, in der Abwägung war die spielbeeinträchtigende Situation schon auf Seiten der Berliner. Wir haben es immer wieder erlebt, dass bei Entscheidungen in verschiedensten Wettbewerben, in verschiedensten Spielen eben, wenn Fans feiern wollen, die Situation eintritt, dass dann eigentlich durch einen normalen Pfiff des Schiedsrichters es eben passiert, dass die Fans auf das Spielfeld stürmen. Ich denke, alle Szenarien, die hier in einer fürchterlichen Art und Weise in Richtung Gewalt und Attacken ausgerufen wurden, wer hier im Stadion war, hat gesehen, dass im Prinzip euphorisierte, sicherlich unkontrolliert auf den Platz laufende Fans waren, die aber dann ohne jegliche Sicherheitskräfte, sondern nur durch Hinweise der Fans im Stadion, die entsprechend was gerufen haben, oder auch unserer Stadionsprecher, auch dann von selbst den Platz verlassen haben. Und eigentlich war das schon nach wenigen Minuten erledigt. Nur die Rückkehr der zweiten Mannschaft da auf dem Platz hat halt etwas länger gedauert. Und deshalb ist überhaupt die Summe der Spielunterbrechung zustande gekommen. Hier müssen sich alle Vereine, denn es ist ja kein Düsseldorfer Problem, auch kein Berliner Problem, auch wenn ich höre, was sonst noch so auf dem Weg nach Berlin zurück mit den Fans passiert ist.